Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zum 28. Part von Let's Play Risen. Ich bin jetzt auch endlich mal auf die Idee gekommen, die Questkarte zu öffnen und mir dort die Punkte anzusehen. Das seht ihr genau jetzt. Und zwar sind hier halt die Gräber. Dort waren wir schon. Jetzt müssen wir noch an 1, 2, 3 und 4. An diese vier Gräber müssen wir jetzt uns noch heranwagen. Ich glaube, hier unten wäre es sinnvoll, würden wir uns. Würden wir nach hier. Nee, würden wir nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir porten uns mal zurück zur Vulkanfestung. Holen uns dort. Was haben wir denn hier für Teile? Okay, wir porten uns erstmal zurück zur Vulkanfestung. Und werden mal gucken, ob wir dort irgendwo eine Spruchrolle kaufen können mit Levitation. Wo wir quasi über die Welt, ja, jetzt nicht direkt fliegen können, aber schweben können. Und so können wir uns halt diese ganzen Wege ersparen. Ich habe mir das so vorgenommen, wir werden jetzt erst die vier namenlosen Gräber hier finden und danach die Kristallscheiben. Wegen der goldenen Kri Bla bla bla. Okay, er hat da nichts Großartiges zu sagen. So, wenn ich jetzt hier die Karte öffne, da unten. Ja, Freunde, ich glaube, ich werde mal bis hier vorlaufen zu der Kreuzung, mach da kurz einen Cut, weil es ist uns echt ein bisschen Minuten, die da wieder drauf gehen, weil bis dorthin wird gar kein Kampf sein, weil wir den Weg schon abgelaufen sind. Also, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier an dieser Kreuzung, wo es hoch zur Vulkanfestung geht und in die Richtung halt zur Hafenstadt und zu unserem Wegpunkt. Werden wir da mal hinmarschieren. Und mal gucken, was da jetzt überhaupt genau ist. So, mein lieber Keiler, du haust mir das Schild weg und ich hau dich weg, würde ich sagen. Zack. Plündern. Bogen holen wir uns schon mal den nächsten hier. Und. Zack, mit einem Pfeil im Kopf ist er down. So, wohin müssen wir denn jetzt? Hier rechts. Und dann direkt links, ne? Wieder, ja. Dann wieder direkt links. Hier jetzt, oder was? Alles klar. Speichern mal vorsichtshalber. Ach, der hat schon automatisch gespeichert. Nicht gesehen. Aua. Komm, Häuptling. Komm, komm, komm. Bam. Weg ist er. So, wieder ein Werkzeugbeutel. Dort hinten ist noch. Oh, eine Leiche und eine Leiche. Und da war auch Levitation, habe ich gerade gesehen, die Spruchrolle. Hier sind noch ganz viele kostbare Dinge. Halskette, ein Ring, ein Pokal. War das irgendein bestimmter Ring vielleicht, ganz zufällig, oder? Jo, Schutz vor Hiebwaffen und so weiter. Das ist gut, Freunde. Können wir mit Geschicklichkeit wegnehmen und uns lieber den mit der Intelligenz mit der Lebenskraft geben. Öffnen wir noch die Truhe und haben dort drin noch einen kleinen Bernstein und ein bisschen Gold. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu holen. Schade aber auch. Aber naja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. War das Grab hier schon? Oder ist das Grab hier unten? Das Grab ist hier unten. So, wir fressen uns mal voll und werden mal gucken, ob wir das überleben, da wir ja eh Akrobatik erlernt haben. Ja, komm. Ist das echt da unten? Jo. Was machen wir denn jetzt? Das müssen wir eigentlich überleben. Ah, komm. Jawohl. Das haben wir erfolgreich überlebt. Ah,
da hinten sehen wir schon einen Ghoul. Okay, und das soll jetzt dort sein. Also dort rechts. Trinken wir uns einen Heiltrank. Zack. Schnell speichern und dann werden wir mal hier reingehen. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Das könnte ein etwas harter Kampf werden. Ja. Aber die stehen eh so schön in der Reihe. Da kann man mal schön so einen Schlag hier machen. So ein Seitending. Aber wenn einer hinter mir ist, ist es beschissen. Und die nicht alle auf einer Höhe stehen. Ja, komm, komm, komm. Perfekt. Perfekt, Freunde. Wenn alle parieren, ist es natürlich auch nicht gerade gut. Ich glaube, der Kampf wird sich hier auf eine Minute mindestens herauszögern. Oh, ja. Leck mich jetzt, du scheiß Skelett. Verrückt. So, Nummer 1 haben wir und noch 4 Leute. Ja. Jawohl, den hätten wir gleich auch down. Nein, verfehlt er. Aua. Warte, ich bin so schlecht. Jetzt gucken wir uns mit dem Ghoul. Okay, der ist noch da. Ich habe mich schon Bedenken. Nicht hinter mir. Boah, Gott, ey, wie er mich aufregt. Dieser scheiß Skelettkrieger, verdammt. Verreck jetzt. Ist doch kein Taktik, schon einfach draufklatschen, aus den Latschen hauen. So, komm her. Komm her, habe ich gesagt. Jawoll. Noch 2 Leute. Und bam. Ah. Falsche Taste an meiner Maus gedrückt. Ey, leck mich. Leck mich doch. Jetzt geht doch. Mann, Mann, Mann. Das hat jetzt ehrlich knapp über eine Minute gedauert. Oh, ey, erschreck mich doch nicht so. Oh, scheiß Kackbauer, hier auf einmal kommst. Okay, dauert, hat der Kampf doch 2 Minuten gedauert. Am besten wir jetzt noch, wenn der Ghoul kommt. Tolle Folge, die macht sehr viel Spaß gerade. Da der nicht verrecken will. Stirb jetzt. Geht doch. So, Freunde. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen laut war, aber es muss einfach mal sein. So, den plündern wir. Haben wir mal eine, so eine große Heilpflanze? Ah, ne, hier. Daneben. Und noch ein Pilz. Zack. Dann haben wir es auch schon wieder voll. Es ist nur fraglich, sind wir überhaupt richtig? Wenn jetzt alles umsonst da. Ja, das ist natürlich nicht so toll, ne? Ist hier vielleicht irgendwo diese Stelle? Ich klicke einfach mal die ganze Zeit die linke Maustaste hier durch. Moment. Oder will das Spiel mich wieder verarschen und das ist auf der anderen Seite? Oder müssen wir hier durch? Das interessiert mich jetzt mal gerade echt schwer. Okay, da ist nichts mehr. Eine Rezeptur. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Wie kann man nirgends so graben? Ist keine so eine Fläche, aber das wäre eh total falsch. Oder doch auf der anderen Seite. Piranha Bytes. Okay, Leute. Wir versuchen es jetzt mal gegen den Ghoul. Gegen die 2 Ghule. Oh, ist das scheiße. Ist das scheiße. Ist das scheiße. Ah, das können wir knicken. Guckt euch das mal an. Leute, und dafür weiß ich jetzt, dass es ganz einfach ist. Kill. Sorry, dass ich jetzt das hier getan habe. Aber das war gerade so brenzlig. Das war gerade verdammt brenzlig. Und den zweiten Ghoul, glaube ich, müssen wir auch so erlösen. Ach, jetzt können wir gar nicht mehr laufen.
Ja, das tut mir echt leid, wenn ich jetzt sowas hier mache, aber das ist nicht schön. Halt die Schnauze. So, Freunde, wenn das... Ich hoffe, dass es echt jetzt der letzte war. Das ist nämlich sonst verdammt beschissen. Okay, das war der letzte. Gut. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Wo sind wir denn hier? Hier war ich echt noch nie. Jetzt, hier waren wir auch noch nie. Jetzt sind wir einmal hier komplett hier... Ach, du Scheiße. Hier war ich doch schon mal. Jetzt, als ich zur Hafenstadt gelaufen bin. Tolle Sache. Macht mir so auch die Wölfe. Das war jetzt mal ein verdammt geiler Akt. Werden wir mal fix hier rumlatschen. Und dann nochmal gucken. Vor den Wölfen rennen wir jetzt mal weg. Mhm. Ist okay, Wolf. Alles klar. Ah, du bist in Wanted. Ja, bam. So. Mit F8 speichern wir mal wieder. Jetzt müssen wir einfach hier links da oben rum. Wie sind wir denn schon hier? Nein, wir sind noch nicht hier. Wir sind ein Bürger, wir sind ein vernünftiger Mensch und wir laufen den Weg entlang. Hier muss es drin sein, ne? Genau. Hier ganz zufällig. Nee, ne? Ach, Leute, es schüttet bei mir. Oh, jetzt habe ich ein Glas. Ah, okay, doch nicht. Bei mir schüttet es momentan wieder so in Eimern. Es ist echt nicht mehr schön. Komm mal hier hoch, du. Ups. Okay, da ist auch nichts. Was soll hier angeblich sein? Also ich sehe ja jetzt noch nichts. Da oben drauf. Da ist ein Haus. Hm. Toll. Ja, dann wollen wir mal da oben drauf. Ach, nein, dann sind wir hier auf der anderen Seite. Ach so. Ich bin so ein Profi. Ich bin so ein Profi, wirklich. Ich bin so ein verdammter Profi. Oh, Mann, 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 Mann. Es ist zum Kotzen, es ist zum Kotzen. Was haben wir jetzt da noch? Oh, okay. Was haben wir denn da hoch? Oder hier an der Seite? Ah, hier an der Seite. Hier ist wieder so ein Wasserzeug. Ach, und hier ist jetzt ein Häuschen. Wir sitzen da drin. Na? Keiner? Hallo? Hallo? Ich bin dumm. Marvin. Hi. So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr. Wer bist du? Ich bin Marvin. Mhm. Hm, so, so. Marvin. Mhm. Was machst du in der Wildnis? Was machst du hier in der Wildnis? Ich wollte gerade was essen. Sieh an, ein Witzbold. Und die Hütte hier? Das ist deine, ja? Ich bin Jäger und suche Pflanzen. Ach ja? Du siehst gar nicht aus wie ein Jäger. Hm, tja. Dir kann man wohl nichts vormachen, was? Dem belabere ich mal jetzt gerade nicht weiter. Wir plündern einfach mal jetzt ganz kackendreist hier aus. Oh, und holen uns hier mal das namenlose Grab. Weil ich nämlich jetzt darauf hoffe, dass wir hier richtig sind. Ich glaube, dahinter war das. Hinter dem Häuschen. So, wollt ihr mich verarschen? Oder was? Da! Da haben wir's doch. Ja, komm, Pennerheld, du. Hier ist was vergraben. Nee, ist nicht.
Hab ich doch gesagt. Jetzt grab da, schaufel mal ordentlich. Und zack. Zum zweiten ansetzen. Verändert sich sehr viel an Bodentexturen und generell auf dem Boden. Ja. Jetzt wischt er noch den Staub weg und dann holt er sie aus dem Nichts raus. So, zack, oh Schatz. 150 Gold, oh, ein Trank, der uns 5 Geschicklichkeit gibt. Und wieder ein Brief. Und damit hätten wir das zweite namenlose Grab. Den trinken wir, dann bekommen wir die nämlich und zack, Geschicklichkeit plus 5. Und hier das zweite. Die Meuterer 4. Nur die eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist. Und wenn man meinen Dietrich besitzt. Um Taras tut es mir ehrlich gesagt ein wenig leid. Er war ein guter Mann. Okay, er hat anscheinend Taras verloren und wir haben ja auch eben eine Rezeptur bekommen. Und zwar für einen starken Heiltrank. Ups. So. Dann hätten wir den Wegpunkt hier auch abgehakt. Oben der hier ist noch, der da unten an der Insel. Ja, Leute, ich werde hier einfach einen Cut machen hier genau und von hier aus werden wir dann direkt hier unten auf diese Insel latschen. Naja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.